Willkommen zurück zu Far Cry 4 und in der letzten Folge habe ich erklärt für alle, die die Folge vielleicht verpasst haben, dass wir jetzt erstmal oder bis zum Ende von Far Cry 4 pro Folge immer eine Hauptmission machen und alles andere in anderen Videos geklärt wird oder anders, auf eine andere Art und Weise, und das werdet ihr ja dann halt sehen und wird auch in einem zusätzlichen Video erklärt. Und wir sind hier kurz vor einem N, was die nächste Kampagnenmission ist, und ich weiß gar nicht, wer N ist. Das schauen wir uns an, nachdem wir hier das Poster erstmal abgerissen haben. Keine Ahnung, wieso die Leute das hier hängen lassen. Propaganda von Pagan Min mitten in ihrer Zufluchtsstätte quasi. Und jetzt sprinten wir erstmal ein Stück. Namaste. Oh, jetzt haben, war das letzte... Ah ne, das ist ein Schneeleopard. Ich dachte jetzt, die haben hier so einen weißen Tiger drin. Okay, Leute, dann gehen wir hier mal rein. Nore oder so heißt das. N-O-O-R-E. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Nore. Werden wir auf jeden Fall gleich erfahren. Oh, da... Was? Scheiße. Oh mein Gott, wieder die Nackten. Ach, sie ist Nore. Nore. Du musst Paul jetzt töten. Es muss schnell gehen, sonst fliegt er heim. Töte ihn, hol meine Familie zurück und ich bring sie dir alle. Yuma, Pagan, ich bring dir ihre Köpfe. Alles gut. Nichts ist okay. Er hat meine Familie. Das ist nicht okay. Du musst sie bitte retten. Paul veranstaltet eine Abschiedsparty auf seinem Gelände. Dort ist er angreifbar. Er besorgt sich gern frisches Fleisch aus einem nahen Dorf. So kommst du rein. Sobald du drinnen bist, musst du dich in das Verhörzimmer schleichen. Dort fühlt er sich sicher. Okay. Hat er jetzt gesagt, wir sollen uns fangen lassen, damit wir da reinkommen? Können wir uns nicht auch einfach reinballern? Stadt der Schmerzen. Na, mal hinschauen. 3 Kilometer müssen wir reisen. Infiltriere das Lagerhaus. Okay, wie kommen wir da am besten hin? Wir markieren uns die ganze Sache erstmal. Wo ist das? Wo ist denn der Spaß? Hä? Muss man hier rüber? Nee. Übersehe ich das gerade nur oder zeigt er mir das gar nicht an? Ah, hier unten. Aktuelles Ziel. Können wir auch Schnellreise machen? Wir können auch Schnellreise machen, ja. Dann los geht's. Bevor wir hier 3 Kilometer fahren müssen ohne wirklichen Fortschritt, überspringen wir die ganze Sache, rüsten uns nochmal mit neuer Munition aus, wechseln vielleicht nochmal die Waffen, wobei ich gerade eigentlich ja ganz gut der dabei habe. Und dann infiltrieren wir das Lagerhaus. So, wir gucken nochmal kurz in den Schrank rein. Hier ist er. Munition braucht man nicht. Spritzen sind voll, Panzer ist voll. Dann haben wir einmal hier die Shotgun. Die ist eigentlich echt gut, also ich mag die echt. Also ich glaube, da gibt es gar nicht so großartig eine bessere in Sachen Schaden. Und die haut ja auch durch das Metall von den Fahrzeugen, also durch die Türen. Und das ist ja schon ein riesen Vorteil. Dann haben wir hier die Sniper, die haben wir auch voll ausgerüstet. Und ansonsten, ja hier die Bushman, da können wir nichts verändern, außer Munition halt mitnehmen. Und was hat man noch? Ah, hier, die PKM. Ja, nee, das sind wir eigentlich ganz gut ausgerüstet. Dann nehmen wir die ganze Sache mit und legen los. Wo müssen wir? Wir gehen hier. Nee, können wir hier raus? Nee. Die Tür ist natürlich verschlossen. Wir können nur bei den Türen raus, wo dieses wunderschöne goldene Symbol dran ist. Und wir laufen das Stück noch. Oder wir nehmen. Na gut, wir sollen ja infiltrieren. Da können wir nicht mit einem Elefanten reinlaufen. Jetzt sind es noch knapp über 300 Meter. Vielleicht finden wir hier irgendwo mal noch an der Straßenecke ein Fahrzeug. Ansonsten sprint man da kurz hin. 300 Meter ist ja jetzt nicht die Welt. Oh, wir sind schon. Symbol ist verschwunden, wir sind schon da. Die Royal Army greift den Außenposten an. Wir haben Außenposten. Ach nee, komm. Ja, verteidigt den alleine. Ich habe hier gerade eine Mission, ihr Spackos. Ihr macht das schon. Ansonsten hole ich den halt später wieder. Aber nicht jetzt. Okay, jetzt geht die Mission weiter. Stadt der Schmerzen, alles klar. AJ, hast du meine Familie schon? Noch nicht, nur. Aber ich bin auf dem Weg zu ihr. Oh, okay.
Siehst du, du musst dich reinschleichen, das ist wichtig. Paul ist eine Ratte und Ratten finden immer einen Weg vom sinkenden Schiff. Er darf keinen Verdacht schöpfen, bis es zu spät ist. Und vergiss nicht, AJ, er schmeißt eine Party. Finde raus, wo er sein Frischfleisch entführt und schleich dich mit ihm rein. Okay, soll ich hier jetzt ausschalten oder soll ich mich fangen lassen? Aber ich glaube, wir sollen rausfinden, wo der die Leute herholt und dann hinterher. Also wir werden uns erstmal ein bisschen ranschleichen. Weil das Sturmgewehr, das wir jetzt hier dabei haben, das Besondere quasi, das macht schon extrem viel Schaden. Also wenn wir da irgendwie entdeckt werden, dann hauen wir kurz aus der Hüfte da ein halbes Magazin rein. Und da fällt eigentlich jeder um, bevor er ein Wort sagen kann. Und das ist jetzt auch erstmal unser Plan. Also ich werde jetzt nicht mit der Sniperfeuer eröffnen, da ich jetzt noch nicht genau weiß, wie die Mission aufgebaut ist, ob wir unentdeckt bleiben müssen. Vielleicht gibt er uns jetzt gleich ein erweitertes Missionsziel, sobald wir das Gebiet hier erreichen. Aber wir könnten mal aufs Dach klettern, das ist glaube ich sogar so gedacht. Und den markieren wir mal noch kurz. Redet er mit jemandem? Nein. Einsteigen und hinsetzen, okay, die sind da drin quasi. Oh, scheiße. Nein! Wo war der denn? Wow! Ich habe gar nichts gedrückt, aber der ist tot. Ach, fuck it. Okay, das war natürlich erstmal richtig fail, weil ich nicht wirklich aufgepasst habe, wo hier die Gegner herkommen oder wo noch jemand stehen könnte. Das war einfach nur schlecht. AJ, hast du meine Familie? Aber, oh fuck, wo starten wir denn jetzt? Aber ich bin auf dem Weg zu ihr. Oh, okay. Aber man hat ja hier relativ faire Spawnpunkte. Oh, wer ist da? Ah, okay, wir müssen wahrscheinlich hinten in den LKW rein, oder? Gut, dann gehen wir nochmal über dieselbe Stelle. Weil die sehen mich hier. Oh, fuck, die sehen mich jetzt schon. Gut, diesmal machen wir es natürlich ein bisschen intelligenter. Hoffe ich. Wobei ich das noch nicht ganz versichern kann. Irgendwo unter dem Ding da. Ist das der, der hier vorne steht? Kann ich den jetzt ausschalten oder ist hier noch irgendwo jemand? Und versuchen den jetzt hier vor uns mal zu messern. Oh fuck, ja, da ist immer noch einer. Wie macht man den weg? Nicht, dass er gleich den anderen da liegen sieht. Müssen wir uns ein bisschen beeilen. Genau wie davor. Früher habe ich den würde den gerne mal mitnehmen. Und ein bisschen von der Tür hier wegziehen. So, das sollte reichen. Und jetzt gehen wir aber trotzdem wieder über oben rein. Weil wir müssen, glaube ich, auch erstmal das Gespräch belauschen. Okay, Leute. Die sind nur außerhalb des Raumes. Hat er gerade einer draußen die Leichen entdeckt? Oh nein! Ich will, dass ihr den Mörder findet! Nicht gut! Wir nehmen mit jedem auf! Seid wachsam! Wir wissen nicht, was da ist! Okay, die sind auf jeden Fall jetzt schon mal aufgescheucht. Das ist ein Problem. Aber die wissen noch nicht, dass ich da bin. Leise! Seht nach, wo das herkam. Seht nach, ob irgendetwas ungewöhnlich. Shit. Oh, hier ins Dach geworfen. Wie dumm ist das denn? Bevor der hier einholt, machen wir den hier mal weg. Nein! Okay. Ah, die. Okay, die schauen nach oben. Die wissen, dass ich hier oben irgendwo bin. Haltet!
die Stellung! Konzentriert euch! Nein! Ach, ist das scheiße! Okay, ist echt nicht leicht hier, die Mission. Weil die irgendwann aus dem Haus rauskommen. Huh, Leute. Uncool, uncool. Aber wir machen das noch. AJ, ist zumindest mal eine gewisse Herausforderung hier, die ganze Sache. Oh, okay. Siehst du, du musst dich okay, lassen wir da alle, die wir hier sehen. Paul ist eine Ratte und Ratten finden immer einen Weg vom sinkenden Schiff. Er darf keinen Verdacht schöpfen. Die Sache ist nur, also ich will auf jeden Fall in das Dach da rein, weil wir, glaube ich, hinten in den LKW einsteigen müssen. Finde raus, wo er sein Frischfleisch entführt und schleich dich mit ihm rein. Oder müssen wir einfach alle ausschalten? Oder? Da gibt mir bestimmt gleich nochmal ein neues Ziel, oder? Oh fuck, jetzt sehen die mich, oder? Achso, stimmt, ich habe einen Raketenwerfer dabei und nicht die Sniper. Na gut, dann hätten wir sowieso kein Feuer eröffnen können. Shit, habe ich vergessen, das Ding wieder auszurüsten, aber das ist jetzt auch kein Problem. Ich würde gerne mal den Typen sehen, der da. Okay, die beiden sind auf jeden Fall ein Problem. Weil die wurden gesehen. Ich kann die aber auch außerhalb des Gebietes quasi ziehen und dann ablegen. Wenn er tot ist, ist der Krieg quasi gewonnen. So. Jetzt nehmen wir die erstmal weg hier. Und bringen die hier raus. Mal schauen, ob das die Lösung ist für den ganzen Spaß hier. Abgelegt. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Nicht, dass die wieder den hier entdecken, weil den haben sie halt beim letzten Mal entdeckt. Vielleicht muss ich auch einfach alle ausschalten. Aber erstmal werden wir versuchen, in den LKW reinzukommen. Ist hier noch einer drin? Warum läuft eigentlich ständig so ein Mist im Radio? Das läuft, glaube ich, immer nach hinten raus, oder? Nur irgendein Geräusch. Oh, 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 oh. What the fuck? Wieso kam... Oh, shit. Kommt der hier hochgelaufen? Deswegen hat er die gefunden. Wir ziehen den mal ein bisschen weiter hier in die Mitte rein. Also ich glaube nicht, dass hier noch jemand aufs Dach kommt, aber die Füße könnte halt jemand sehen, wenn der hier am Rumgammeln ist quasi. Bleib mal da liegen, wo du bist. Genau. Ich kletter dir hier neben mir die scheiß Leiter hoch, ja. Was ist denn das für ein Spasti? Gut, wir droppen jetzt hier in die Bude rein. Achso, das ist der LKW-Fahrer. Na gut. Schleiche dich in den Truck. Okay, also ist das wirklich unsere Aufgabe hier gerade. Da ist ein Gefangener. Ist der drin? Ne, die sind alle draußen. Okay, wir sind drin. Holy fuck. War ja gar nicht so leicht. Mal schauen, was jetzt noch auf uns zukommt. Fang ihn lebend, wenn du kannst, Bruder. Er soll für alles bezahlen, was er Kyrat antat. Es verschwinden eine Menge Leute aus den Dörfern in der Gegend. Also, aber wenn ich behalte jetzt meine Waffen, oder? Findest, hilf ihnen zu fliehen. Aber oh, ja. Leise. Ach du Scheiße, noch so eine Schleichmission, Alter. Was soll das? Ich hab... Hätte ich das gewusst, hätte ich zumindest mal noch eine Pistole mitgenommen, die mit Schalldämpfer ist. Befreie die Sklaven. Markieren erstmal wieder. Mal schauen, wie oft ich hier fehle. Ich versuche es natürlich beim ersten Mal zu schaffen, aber wie ihr ja gerade gesehen habt, bin ich hin und wieder so ein bisschen unvorsichtig. Ist das eine Geisel da? Ah ja, das ist eine Geisel. Was ist denn das? Ah, Munition. Okay, das wird auf jeden Fall nicht leicht. Besonders da ich hier erstmal in irgendeiner Ecke sitze, wo ich nicht wirklich rauskomme.
Ja, der beunruhigt mich ein bisschen mit seiner Übersicht von oben. Können wir mal noch die Geiseln markieren? Macht aber irgendwie nicht. Wie soll ich denn das machen, wenn die alle auf dem Haufen stehen? Wie soll ich denn die ablenken? Irgendwie Fleischköder werfen kann ich auch nicht, weil am Ende wird die Geißel gefressen oder so. Und ich weiß auch nicht, ob es was bringen würde, wenn ich jetzt die Munitionskiste da quasi sprenge und die so ein bisschen aufgescheucht werden. Oh, hier ist eine Treppe, okay. Hinter mir, habe ich noch gar nicht gesehen. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne sneaky mit so einer 1911 oder so rumlaufen, mit Schalldämpfer dran. Das wäre, glaube ich, ganz cool und atmosphärisch, aber die haben wir nicht dabei. Man kann ja nicht wissen, wie die Missionen hier aufgebaut sind, bevor man sie mal gespielt hat. Hier hat jemand gerade drinnen gehustet in der Wohnung. Ich würde sagen, die Sklaven, die Gefangenen da unten, die lassen wir erstmal. Weil die ist auch gar nicht markiert, die Person. Ah, diese. Oh, fuck. Hier kann ich mich hochziehen, aber ich weiß nicht, ob es was bringt, mich da hochzuziehen. Wir machen das jetzt einfach mal auf gut Glück, weil irgendwo müssen wir ja mal lang gehen. Na, hier sind. Die gucken sich doch alle an. Wie soll ich denn das machen, ohne dass die das mitbekommen? Außer halt, ich reagiere so schnell, dass ich die beiden ausgeschaltet bekomme, bevor einer von beiden was sagen kann. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, das wird nicht ein einziges Mal passieren. Verstecke die Leichen. Ja, mache ich. Wobei ich nicht glaube, dass der hier großartig entdeckt wird. Fuck mich einfach runter. So, ab geht die Post. Zack. Gute Nacht. Ja, wir könnten hier immer weiter und immer weiter, aber eigentlich muss ich ja mal die Leute befreien. Wenn ich jetzt hier einfach warte, bis die in einer Linie sind, dann das eine Messer werfe, warte, bis der möglichst weit weggefallen ist, also sich hinlegt quasi durch den Tod und dann den anderen abwerfe. Oder ich werfe erst den hinteren ab und dann den vorderen. Ich weiß nicht, ob, wenn die umfallen, ob die anderen das sehen. Ob wir es jetzt einfach mal probieren? Also irgendwie müssen wir ja mal was antesten. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, die sehen mich jetzt. Jetzt bin ich zu nah. Und das ist auch direkt, die stehen direkt unterm Licht. Nicht, dass sie hier irgendwo von irgendeinem anderen gesehen werden. Ne, wir müssen die da befreien. Wir probieren es jetzt einfach, auch wenn wir jetzt nochmal einen Fail in die Folge einbauen. Wir machen jetzt erst den hinteren weg. Und notfalls schieße ich mit einem Sturmgewehr nach. Also ich werde das Wurfmesser benutzen. Aber die spielen halt mit der Eulen so rum und manchmal ist die mitten in der... Jetzt zum Beispiel verdeckt die genau den hinteren. Gut, habe ich einfach mal zwei Messer. Das erste ist erstmal schön vorbeigeflogen. Gut, wir befreien dich erstmal. Komm, jetzt gib mir die Option, ich will nicht das Gewehr aufheben. Mann, was soll das? Achso, das ist die gar nicht, oder? Also zumindest kann ich gerade irgendwie nicht interagieren und wir lassen die Leichen hier einfach mal mitten im Licht liegen. Wir müssen in das Gebäude rein, sehe ich gerade. Den markieren wir noch, genau. Wo komme ich denn eigentlich hin, wenn ich hier lang gehe? Okay, wir müssen irgendwie da oben rein. Kann ich die nicht befreien und hier weglassen? Erstmal? Naja, die scheinen einfach nicht zu zählen. Ich muss wirklich die Markierten da holen. Und die Person da drin scheint geschlagen zu werden. Oh ja. Okay, das sollte aber kein Problem sein. Der ist beschäftigt, der Typ. Ups! Du hast schon verloren! Shit. Ach, fuck, wieso habe ich denn jetzt Fleisch ausgewählt gehabt und werf dem Fleisch an den Kopf? Was sind das? War an sich aber auch lustig.
Shit, wieso hat er auf Fleisch gewechselt? Ich hatte doch vorher schon die Messer ausgewählt. Ach man, sorry Leute, dass das hier gerade so eine Fail-Folge wird, aber das hatte ich jetzt gerade echt überhaupt gar nicht im Hinterkopf. Wo bin ich denn jetzt? Wo hat denn der mich jetzt rausgelassen? Ich bin schon irgendwie mittendrin. Ich bin mitten von allem, sehe ich gerade. Erstmal markieren, was wir hier sehen. Aber wir müssen halt immer noch unentdeckt bleiben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt erstmal den dahinter holen. Okay, wir können hier aufs Dach klettern. Das ist vielleicht sogar eine ganz gute Idee, ein ganz guter Weg für uns. Aber was war das gerade für eine Scheiße? Wieso hat er einfach zu Fleisch gewechselt? Das war fast der leichteste, den wir gerade erledigt haben. Und dann werfen wir ihm erstmal so einen Brocken Fleisch an den Kopf. Oh, 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 oh. Ihr seht mich nicht. Da unten ist einer. Ich bin jetzt hier mitten in dem Gelände. Gerade eben war ich noch schön vorne und hat so ein bisschen eine Richtung vorgegeben, wo wir lang wollen. Jetzt sind wir am Arsch der Welt. Kann ich hier hochklettern? Macht doch nicht. Was ist dann der Nutzen, dass ich hier hoch... Okay, ich könnte noch höher, aber... Ah, okay, da können wir rein jetzt. Sind hier unten welche, die mich vorbeischwingen sehen könnten, wenn ich jetzt das Seil werfe? Ja, da ist einer. Wer von dem ist so ein Ding an den Kopf? Ja, habe ich jetzt auch Messer ausgewählt? Nee, wir verstecken jetzt die Leichen nicht, wir lassen die uns da hängen. Wow. So, Hallöchen. Jetzt kommen wir endlich mal dazu hier den... Oh, Kacke. Dann habe ich dich aber vor das Üblen gerettet, oder? Was sagst du? Schleich dich raus. Na los, los, du bist frei. Komm, hau ab jetzt hier. Wir haben ja noch genug Stress vor uns, wie es scheint. Ich weiß nicht, gibt es hier irgendwelche Wachen, die Routen laufen und quasi an den anderen stehenden Wachen vorbeilaufen? Weil ansonsten würde es ja keinen Sinn machen, die Leute zu verstecken. Sieht der Kenner, dass er da liegt, mitten in einer dunklen Ecke neben einer Tonne. So, wie komme ich jetzt? Unter mir leidet auch noch irgendjemand, aber das ist nicht unser Ziel. Also tut's mir leid, Lady. Da können wir uns hochziehen. Ist hier sonst noch jemand? Okay, Wurfmesser, ihr seid mein Freund. Ihr seid mein Freund. Ich weiß das. Noch. Shit. Lasst euch nicht. Okay. So, ersten Sklaven haben wir befreit. Jetzt wird's langsam. Jetzt bin ich langsam ein bisschen gereizt, aber wir müssen halt einfach vorsichtiger sein, aber. Ich habe einfach nicht die Muse hier bei diesen ganzen Spastis vorsichtig zu sein. Oh lol, der steht einfach mal wieder da. So, wir gehen jetzt einen anderen Weg, nicht nochmal da außen lang. Wir lassen den hier wieder liegen, weil ich wie gesagt nicht wirklich den Sinn sehe, den zu verstecken, wenn der Ecke noch vorbeikommt. Ah, ist heute mal so ein... Klein wenig eine Fehlfolge. Na gut, klein wenig ist ja schon fast untertrieben. Komm, kletter, du hast so ein Klettersymbol. So, ab hoch da. Jetzt sind wir, glaube ich, sowieso auf dem Haus, wo wir gerade eben schon waren. Da haben wir sie wieder. Oder ne, es sind zwei andere, aber auf jeden Fall. Oh, hier ist noch einer. Nehmen wir mal mit hier den Spaß. Oh, hier. Dem geht's nicht gut, glaube ich. Das waren die beiden gerade, die mich gestresst haben. Auf dem Wachturm ist einfach mal keiner. Das ist natürlich auch safe. Oh, das hat sich gut angefühlt. Was passiert ist passiert.
Okay, fort. Ich muss da in die Bude rein. Das seilen wir uns mal ab. Losmachen, wie machst du das? Kannst du das nur von der Seite? Los, jetzt. Los, hau ihr ab und halt den Kopf. Los, hau ab, Kollege. Nehmen wir noch so ein bisschen Shit mit und jetzt brauchen wir nur noch einen. Mal schauen, ob wir das jetzt ohne Fail schaffen. Also hier einmal vor der ersten Rettung Fail, dann nach der ersten ein Fail. Wenn es noch nach der zweiten auch noch ein Fail kommt, dann werde ich aggressiv und schlage irgendwas kaputt. So, ja, lass dir vielleicht ein bisschen mehr Zeit mitgehen, ja. Ja, da vorne stehen die im Licht. Oh. Nein! Ach. Das sage ich gerade noch. Oh. Miro, fuck you, Alter. Was ist los? Shit, Alter. Größte Fail-Folge ever. Aber irgendwie macht es trotzdem Spaß, das Rumschleichen. Aber es ist halt auch schwer. Aber das ist ja an sich gerade, was auch wirklich den Spaß ausmacht. Dass man wirklich vorsichtig sein muss. Und nicht umhergeistert. Und wir starten bei unserer ersten Geisel, die wir gerettet haben. So, den machen wir mal wieder tot hier. Weil der stört mich da an seiner Tonne. Und jetzt, ja, gehen wir einen anderen Weg. Gehen wir diesmal da lang. Von dem Haus sind wir, glaube ich, jetzt, jetzt zieh dich schon mal hoch. Lol, bin ich hier fest? Das Seil ist hier festgepackt. Ich kann mich nicht hochziehen. Wow! Wingsuit! Okay. Sterbe ich jetzt irgendwann? Okay, Missionsgebiet verlassen, laber doch nicht. Okay, die Folge wird immer besser, scheint mir so. Wo starten wir da jetzt? Ach Leute, das Spiel will mich gerade hier irgendwie nicht durchlassen. Ich hoffe mal, ihr habt noch nicht abgeschaltet. So, wir starten wieder hier und wir gehen wieder zu dem Haus, machen da wieder den Haken dran und hoffen, dass wir jetzt nicht wieder in den Boden reinfallen. Okay, diesmal klappt's. So, letzter Punkt ist hier einmal quer durchs ganze Gebiet. Oh, fuck, da hat mich schon wieder fast einer gesehen. Ach lol, den haben wir diesmal gar nicht gekillt. Na gut, den lassen wir jetzt, er hat Glück gehabt. Wir gehen einfach hier über die Dächer. Wir hätten quasi eigentlich die ganze Zeit, glaube ich, komplett nur über die Dächer gehen können. Wir hätten einmal einen Weg auf die Dächer finden müssen und hätten dann durchweg laufen können. So, jetzt müssen wir irgendwie... Lassen wir uns einfach hier drauf fallen. Ja, erstmal schon. Müssen wir nur irgendwie einen Weg da reinfinden. Ah, okay, hier müssen wir hochklettern. Hallo? Du hast gar keine Wache. Was stehst du dann noch hier rum? Geh doch einfach. So, wir machen dich mal los. Du bist frei, schleich dich weg. Wie geht's dir, AJ? Die dreht erstmal rum und macht Smalltalk? Verpiss dich halt! Ich hab Gefangene befreit. Gut. Jeder, den du befreist, ist ein neuer Soldat für unsere Sache, Bruder. Und jetzt du, weshalb du dort bist. Betritt Depleurs Büro. Na gut, dann müssen wir uns nochmal durch die ganze Sache durchsneaken. Aber eigentlich könnten wir jetzt entdeckt werden, oder? Die Sklaven sind befreit, jetzt könnten wir uns eigentlich hier einen Weg durchballern. Oh! Hör mal? Ne, können wir nicht. Oh fuck, wir haben eine Leiche gekillt. Ne. Bringen wir es zu Ende. Oh Leute. Mir reicht die Mission gerade. Ich will doch einfach nur durch. Gut, machen wir das nochmal.
War, glaube ich, ein Fehler, um die Uhrzeit jetzt hier nochmal eine Folge anzufangen. Jeder, den du befreist, ist ein neuer. Ja, jeder, den ich befreie, das ist mir gerade sowas von Kack, egal, wo ist dieser Typ? Oh, jetzt sind wir sogar näher ein bisschen. Dann gehen wir hier die Leiter hoch. Ach du Scheiße. Halt mal eure Fräse. Komme ich denn da vorbei? Muss ich da lang? Ich kann auch hier hinten, oder? Ne, kann ich nicht. Wie komme ich denn an den Leuten da vorbei, ohne dass sie mich sehen? Kann ich einfach durchschleichen? Oh ja, ich kann hier einfach durchschleichen. Verstecke die Leichen drauf. Geschissen auf Verstecke die Leichen. Wir laufen jetzt einfach zu diesem hässlichen Depleurs Büro und machen, was wir machen sollen und hauen dann wieder ab hier. Der Ort geht mir langsam tierisch auf die Eier. Liegt mir und Tode. Ja, okay, übers Dach müssen wir rein. Komm, kletter. Bin jetzt schon langsam ein bisschen gereizt hier. Ich will jetzt hier zum Finale kommen, alles wegbashen und dann hier beenden die ganze Scheiße. Oh, okay. Ich habe nichts gedrückt. Das hat er jetzt gerade alleine gemacht. Na gut, wir klettern einfach mal rein. Hallo, wir sind da. Finde Depleurs Büro. Das muss ja hier eigentlich einfach um die Ecke sein. So groß ist das Gebäude nicht. Oh. Ist hier jemand? Wer bist du denn? Shh. Ich will dir helfen. Verschwinde hier. Boah. Da fehlt ein Unterleib bei dem Typen da, der da auf der auf dem Tisch liegt. Oh lol. Ziehen wir uns das selber über? Das ist wunderbar. Nein, 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 nein. Nein, ich verstehe. Herr Liebling, ich verstehe, aber ich kann nicht. Ich bin gerade buchstäblich auf dem Weg in ein Meeting. Ja gut. Nein. Okay, okay, lass dich schnell ran. Nein, 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 ist okay. Ja. Gleich bin ich bei dir. Hi, Ashley. Wirklich? Das ist ja super. Braves Mädchen, bist du schon bettfertig? Auch Zähne geputzt? Mindestens 10 Sekunden? So ist's recht. Ja, gib mir mal einen dicken Kuss von mir. Na, du weißt doch, wie einsam sie ist. Du bist jetzt die Dame des Hauses. Natürlich, aber du weißt, dein Daddy muss arbeiten. Ein Geschenk? Klar, Liebes, was willst du? Ein Ring? Nein, ich glaube, ich habe nichts Passendes für dich gesehen. Tut mir leid, wünsch dir was anderes. Eine Kette? Oh, eine Goldkette. Tja, weißt du, ich glaube, da habe ich das Richtige. Ja. Natürlich glänzt sie, aber hör zu, Daddy muss arbeiten, okay? Ich leg jetzt auf. Ja, ich dich auch. Ja, Küsschen, Küsschen und süße Träume. Okay. Tschüss, Käferchen. Tschüss. Ich muss mich entschuldigen, meine Tochter. Du warst pünktlich hier und ich war nicht bereit. Ich wollte nicht respektlos sein. Du? Du? So, und nun? Finde Depleurs Büro, haben wir erledigt. Trage Depleur nach draußen. Ach du Scheiße. Müssen wir noch was mitnehmen? Oh, hier liegt eine kleine Mikro-SMG. Na gut, nehmen wir den mal mit. Wo wollen wir denn mit dir hin, mein Freund? Pauli. Pauli, St. Pauli. Daraus. Okay.
Sollen wir den runterwerfen? Ne. Achso, trage der Plörne zu einem Fahrzeug. Komme ich irgendwie durch den Zaun? Okay, wir dürfen uns... Achso, deswegen lag jetzt die Mikro-SMG da, weil wir uns jetzt hier durchballern müssen. Ja, das sollte ja kein Problem werden, oder? Oh, fuck you. Was hältst du denn davon? So, jetzt sind wir wieder in meinem Element. Jetzt können wir hier mal ein bisschen Gas geben. Können wir hinter dem Gebäude lang? Nee. Wir müssen voll durch die Straßen. Der hier? Scheiße, war zu weit weg für den. Weg mit euch. Können wir auch springen? Wir testen es mal. Oh ja. Aua! So, wir laufen einfach. Gar nicht großartig warten, macht gar keinen Sinn. Geiern die da gerade alle hin? Wir warten mal ganz kurz hier. Oh ne, die kommen zu mir. Die Shotgun ist schon, kann ich nur wieder sagen, echt fett. Entspannt euch mal ein bisschen. Der lebt doch noch. Genau, guckt mal da oben. Ah, die gucken da sogar echt hin. So, renn mit dir. Gute Nacht. Klappe zu. Hand noch rein, genau. Zack. Und bang. Und da geben wir mal ein bisschen Gas hier. Tschüss. Ihr Motherfucker. Wo müssen wir den jetzt noch hinbringen? 80 Meter, ne? Ist ja gar nicht so weit. Oh fuck, da kommt ein Fahrzeug. Upsa! Upsa. Nur lässt dich grüßen. Oh, das war ein guter Schuss, würde ich sagen. Naja, das Ende verlief er dann doch noch ganz gut. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr bis hierhin durchgehalten habt durch diese Fail-Folge oder ob ihr schon vorher abgeschalten habt. Dann könnt ihr natürlich nichts dazu schreiben, da ihr gar nicht wisst, dass ich das hier erfragt habe. Und Absperrung weg. Oh, fuck. Die bringt aber einen ganz schön aus der Spur. Halt mal Maul da hinten auf den billigen Plätzen, Alter. Im Kofferraum ist Schnauze halten. Bam, weg mit euch hässlichen Vögeln. Bis dahin, okay. Er lebt noch. Wäre er tot, ich hätte es dir nicht vorgeworfen. Ja, ich lebe noch, du verfickter Taxifahrer. Zeig ihm sein neues Haus. Oh. Dein an den Kopf. Elende Wilde, lass das! Moment mal, das ist mein Handy. AJ, mein Handy in meiner Tasche. Ich brauche mein Handy, Mann. AJ, bitte, bitte, ich brauche mein Handy. Lass mich los, ihr Pavian, Arsche. Ashley, Ashley, Baby, Daddy ist hier. Okay, dass da jetzt quasi so ein unschuldiges Mädchen zu Hause sitzt, ist schon Danke, traurig. AJ. Du hast das Richtige getan. Wir kümmern uns um Paul. Wir haben das perfekte Plätzchen für ihn. Und ich habe immer mehr so ein bisschen das Gefühl, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich jetzt überhaupt für die Guten kämpfe. Oder ob das quasi der Wolf zum Schafspelz ist. Oder quasi, ja quasi dasselbe. AJ, nun da Paul aus dem Weg ist, ist die Festung Marshakort verwundbar. An deiner Stelle würde ich die Situation ausnutzen, Bruder. Oh, hier geil geparkt, oder? Gar nicht so schlecht. Okay, De Pleurs Festung ist geschwächt. Na gut, das brauchen wir jetzt nicht. Fahren Sie mal vorbei. Schönen Tag noch. Und wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Folge, wo wir dann wieder eine schöne Hauptmission spielen werden, denke ich mal. Und bis dahin, bye bye Leute und ciao.